und verehrte Kollegen, lieber Kollege Fredermann, bei dem dritten Punkt, also der Frage, wie ist das denn eigentlich mit Finanzierung beim und der Verbindung zu Extremismus, hatte ich die gleiche Assoziation wie Sie. Und ich finde das gut, dass Sie das hier in Rede gestellt haben, dass man ja auf die Idee kommen könnte, dass man das auch auf die Parteienfinanzierung überträgt. Sie haben dabei ja keine Parteien genannt oder Ähnliches. Und dass der Kollege Emden das jetzt gleich auf sich bezieht, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dazu kann ich nur sagen, jeder zieht sich den Schuh an, der ihm passt, meine Damen und Herren. Das Ehrenamt ist natürlich und selbstverständlich unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir alle gemeinsam alles tun müssen dafür, das Ehrenamt zu stärken und das Ehrenamt einen Rahmen zu geben, dass es dieses Ehrenamt möglichst gut ausfüllen kann. Ich glaube auch, dass das Absenken der Grenze von 250 Stunden im Jahr auf 100 Stunden eine zu übertriebene Senkung wäre. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube schon, dass wir uns vielleicht einmal darüber Gedanken machen müssen, wie insbesondere ehrenamtliche Arbeit, die keine festen Strukturen hat, aber trotzdem für unsere Gesellschaft sehr, sehr wichtig ist, beispielsweise in der Flüchtlingshilfe oder ähnlichen Bereichen, wie wir eine solche ehrenamtliche Arbeit vielleicht auch besser bemessen können, um sie in die Berechnung beispielsweise für die Stunden einer Ehrenamtskarte mit einzubeziehen. Ich glaube, dass das ein Ansatz wäre, über den wir uns einmal unterhalten müssten. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ehrenamtskarte ist ja dafür da, gerade die zu belohnen, die ein herausragendes Engagement im Bereich des Ehrenamts mit sich bringen. Und da können wir natürlich nicht 80% der Ehrenamtlichen mit dieser Ehrenamtskarte bedenken. Insofern finde ich das richtig, dass der Kollege Fredermann gesagt hat, diese Senkung auf 100 Stunden ist zu übertrieben. Aber, meine Damen und Herren, in dem Antrag steht denn ja auch noch dieses Thema der Rentenberechnung. Ich persönlich halte das für falsch, einen solchen weiteren Punkt in die Rentenberechnung mit einzubeziehen und dann sozusagen die Rente wieder noch mit einer zusätzlichen, mit einem zusätzlichen Vehikel dann dort zu belasten. Ich glaube, bei der Rentenzahlung muss man tatsächlich alles das, was zur Rente gehört, berücksichtigen. Und das Thema Pflege und das Thema Kindererziehung, das ersetzt ja die Erwerbstätigkeit in diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen passt das aus meiner Sicht mit dem Ehrenamt nicht. Ich glaube, dass wir uns im Ausschuss darüber unterhalten sollten, wie wir das Ehrenamt stärken können. Ich glaube, dass insgesamt der Antrag der AfD-Fraktion allerdings keinen nennenswerten Beitrag dazu leisten wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr